Ihr Lieben, ich melde mich mit einem meiner momentanen Lieblingsvideos bei euch, und zwar der Sub-Auslosung. Und diesmal soll es für den Oktober sein. Zu dem September kann ich euch sagen, ich habe zwar nicht das Buch gelesen, was ihr von den dreien dann ausgewählt habt, aber ich habe zumindest zufälligerweise ein anderes Buch von den dreien gehört. Habe mir jetzt deswegen überlegt, dass ich die Zettel bzw. die Bücher, die ihr ausgesucht habt, die ihr gerne wollt, dass ich sie lese und die ich nicht geschafft habe in dem Monat, kommen in diese kleine Dose. Und dann, wenn ich da ein paar drin habe, jetzt ist da bisher erst eins drin, aber wenn ich da ein paar drin habe, werde ich dann noch das extra auslosen und das zusätzlich dann im Monat als Aufgabe mir stellen, dass ich es dann zumindest in einem anderen Monat irgendwann lese. Die habe ich jetzt in dieser kleinen Dose dann drin. Also steckt hier jetzt drin vom September, da ich es sehr wahrscheinlich leider nicht mehr schaffen werde, Der Kindersammler von Elisabeth Tiesler. Also wird das irgendwann auf jeden Fall doch zeitnah gelesen. Und jetzt machen wir eine neue Auslosung mit drei Vorschlägen in meiner großen Box, da mein Sub ja auch groß ist. Und jetzt gucke ich da auch gar nicht hin. Und das erste ist Schloss aus Glas. Das würde ich aber gerne wieder reintun, weil ich den Film gerade erst gesehen habe. Das wäre sonst ein bisschen, das wäre zu sehr Wiederholung für mich. Und ich lese nämlich auch gerade Liebe und Verderben von Christine Hanna. Und da ist auch der Vater so ein bisschen wie der Vater bei Schloss aus Glas. Und das wäre mir dann doch zu sehr vermischt. So. Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich natürlich zwei. Und zwar das Flüstern der Erinnerung. Ja, da kann ich mich dran erinnern. Das kann ich gleich auf jeden Fall mal raussuchen. Irgendwie habe ich hier ein H. Wer das geschrieben hat, kann ich mir jetzt gar nicht sagen. Das ist nämlich eine Autorin, die bisher nur das Buch, glaube ich, rausgebracht hat. Ist auf jeden Fall, meine ich, so eine Familiengeschichte, so eine mysteriöse Familiengeschichte. So, dann das zweite. Jetzt weiß ich. Weil mein Herz sich nach dir sehnt, von Kate Dakota ist das. Also sehr romanlastig bisher. Mal sehen, ob jetzt noch ein Thriller dazwischen kommt. So. Nein, wieder ein Roman. Wenn du wieder bei mir bist. So, ich würde sagen, ich stelle euch mal ganz kurz auf Pause und versuche die Bücher mal eben rauszusuchen. So, ich habe die drei Bücher gefunden. Ist gar nicht so einfach bei den vielen Büchern auf meinem Sub. Also irgendwie habe ich hier doch was hängen. So. Wenn du wieder bei mir bist, ist von Jessica Thompson. Wie lange soll man auf die Liebe seines Lebens warten? Nessa wartet sehnsüchtig darauf, dass ihr Mann aus dem Auslandseinsatz nach Hause kommt. Sie vermisst Jake. Und das Leben als alleinerziehende Mutter ist nicht einfach. Jake jedoch verschwindet spurlos. Hat er sich wirklich, wie ein Abschiedsbrief vermuten lässt, das Leben genommen? Das ist das eine. Jetzt bin ich außer Puste. Das hat so 320 Seiten. Dann, das habe ich damals von der Autorin bekommen. Gewonnen hatte ich das. Und die kommt nämlich auch aus unserer Nähe. Sie schreibt sehr tolle Bücher. Und zwar von Kate Dakota, Weil mein Herz sich nach dir sehnt, ein Neuseeland-Roman, ist im Ullstein Verlag erschienen. Hier geht es um den Fotografen Randy Hall. Er kennt sich in seiner Heimat Wellington und deren Umgebung bestens aus. Eines Abends trifft er in einer Bar auf eine unbekannte Schönheit, die ihn zu einem One-Night-Stand verführt.
Doch am nächsten Morgen ist die Frau verschwunden und er kennt nicht einmal ihren Namen. Als Randy tags darauf eine Gruppe von Wissenschaftlern durch den Tongariro-Nationalpark führt, traut er seinen Augen nicht. Die mysteriöse Frau gehört zum Forscherteam. Sie ist die Seismologin Ava McNeil. Zunächst verhält Ava sich abweisend, doch nach einer Weile eröffnet sie ihm, dass sie verfolgt wird. Kurzerhand bietet Randy ihr seinen Schutz an, ohne zu wissen, was hinter ihrer Geschichte steckt. Hört sich auch sehr gut an, ist allerdings sehr klein geschrieben und hat so um die 350 Seiten. Und jetzt kommt, glaube ich, das dickste von Hester Young, Das Flüstern der Erinnerung, ist im Lux Verlag erschienen für 9,99 Euro. Und hier steht: Düstere Vision, dunkle Geheimnisse. Hatte ich recht. Seit dem plötzlichen Tod ihres Sohnes vor 3 Monaten träumt die Journalistin Charlotte Gates oder Cates nachts von Kindern, die sie um Hilfe anflehen. Um ihren Albträumen zu entfliehen, reist sie für ein Buchprojekt nach Louisiana und recherchiert in dem ungelösten Fall des kleinen Gabriel DeVoe. Gabriel, Erbe eines wohlhabenden und angesehenen Südstaaten-Clans, wurde als Kleinkind entführt und wird seither vermisst. In ihm erkennt Charlie den Jungen aus ihren Träumen und ahnt, dass sich hinter all dem mehr verbirgt als nur die Halluzinationen einer trauernden Mutter. Ich finde, das hört sich auch sehr interessant an, aber ich muss sagen, ich hätte auf alle drei Lust. Also da ist jetzt keins bei, wo ich sage, ach nee, das nicht. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und für welches Buch ihr euch entscheidet. Ich würde sagen, ich lasse die das Voting bis Sonntag Mitternacht, also zu Montag. Also am Montag werde ich dann auszählen. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie ihr euch entscheidet und würde sagen, wir sehen uns dann. Tschüss!